Du da! Halt! Friss das, du Ratte! Hey! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Hey, was? Was? Da! Weiter! Ich sammle die Truppen! Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Bastard, da bist du ja! Ich breng dich aus! Dir die Eingeweide raus! Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Verdammt. Ist wahrscheinlich schwer, so ein Meisteridiot zu werden. Hey, was? Stirb, du Sau! Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Hast du das gehört? Seid wachsam, Bruder. Uns überrumpelt heute nichts. Hey!
Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Du bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaften. Tugend? Ha? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch.
So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder, Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Siehst du? Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Wenn ich doch 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Senno, komm zu mir! Wieso rufst du Senno? Shenzira sagt, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Papo! Er läuft weg! Geduld, mein Kind. Wir kriegen ihn. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senno werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Sennos. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind.
net wie net. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Na, komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Medjay Bayek! Ja, ich bin der Medjay hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Wir sind froh, dass du hier bist, Medjay. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Vorwärts! Lass niemanden hier rein. Bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten.
Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden aufkommen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein! Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Seid abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wir werden Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Ja! Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo, Vater von niemandem! Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja?
Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Hey, halt die Waffe. Hey! Was? Stirb, du Sau! Hey, was? Was? Ich hab dich! Du kannst, da bist du ja! Verdammt, woher? Ich werde dich finden. Und dann war's das für dich. Oh.
Whoa. Hey! Ich töte dich! Zu langsam! Hab ich dich!
Hätte ich Remo nicht hierher gebracht, wäre alles anders gelaufen. Thank you.
dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Herr Heru? Oh. 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 Nicht vom Weg abkommen. Idiot.
My position, Gareth. Wenn du mich noch mal so ansiehst, steche ich dir die Augen aus. Unser Major ist zurück. Whoa.
Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Oh, Scheiße! Layla, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort! Muss ich etwa da runterkommen? Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Ein Balken. Ein halber Balken. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst.
Ich sollte mich nicht so weit entfernen. Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Die packt nie genug Snacks ein. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Drahtstante. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Da kommt ein Sandsturm. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Yarmu, Heimat meines alten Freundes Menet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Whoa.
Oh. Ha. Ohne das Buch kann mein Ka... Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst sein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Oh, der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das Buch ist fort. Bewegung! Los! Aus dem Weg! Du wirst Mutter im Gefilde der Binsen auch so finden. Ich versprech's. Oh! Wie kann ich helfen? Ich nehme es. Ist gut. Ich nehme es. Ist gut. Ich nehme es. Ist gut. Ich nehme es.
Gehabe dich wohl, mein Freund. Willst du mich nicht begleiten? Sag mit Liebtigo. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich.
Ihr bekommt kein Blut. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Warum seid ihr so wütend? Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. Hm.
Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie könnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. Also das verstehe ich nicht. Wie verheiratet? Ich bin noch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Da bist du ja, mein Liebster. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügt. Bitte, hilf mir! Vergiss ihn. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Sim, Himmel, los, Sim! Danke, vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Kommst du zum Feilschen? Günstige Winde und sichere Straßen. Aus dem Weg! Gib dir Bewegung! Los! Aue, hier ist es! Da, da, da!
Mensch, hey! Im Chorim hinnehmen! Medjay, großer Krieger, komm! Ich verkauf dir, was du willst! Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle. Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. Medjay, du siehst aus wie jemand, der einen Vermissten aufspüren kann. Ein Dorfbewohner wurde entführt. Keine Sorge, ich habe schon die perfekte Bezahlung für dich im Sinn. Wow. Du da! Halt! Du Narr, was denkst du dir dabei? Halt! Bleib stehen!
Diese Zone ist tabu. Hey! Ich werde mal den neuen Parfummischer bei der Töpferei ausprobieren. Was? Ich schlitze dich auf! Hey, was? Hey! Stirb, du Wurm! Von diesem Mann sprach Reda. Er ist tot. Wow. Ha! Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Jetzt! Du hättest... Hab dich! Ha! Mir entkommt, da bist du ja! Ja.
Sau. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Möge er Frieden in der Duat finden, Magi. Da du ihn gefunden hast, kannst du auch seine spezial angefertigte Waffe haben. Er hätte es bestimmt so gewollt. Είστε, πορότη. Ιδιώτη. Ωραν πουλίμητη μη κανέστε να εξαλεύτης.
Jest ich pan! Oro isti kaigo! Morias paraske vasma da du dan esti! Brauchst du etwas, Freund? Galau de su! Forenfe! Et demonis, otan! Heronidon sen! War schön, mit dir zu handeln. Oh. Huh? Oh, Fede! Ogalos! Tio Yegone! Κεραυναίων δία! Τι ον τούτο έστι! Ω! Από το... Βακέχμενο! Σεράπης! Die Schlange bekommt eine Antwort. Du, komm mal her! Ah, nein. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Oui. Idioti! Oh. E l'ambilugi gnostis!
Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Morias Palaske Vasma der Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Arya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Arya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Arya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Arya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Kennst du sein episches Gedicht Ode an eine Mutterziege? Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Arya in dem Monument da vorn. Genau da! Hab etwas Vertrauen. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo.
Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Varus dich durch die Grube geschickt hat.